Eine kleine Vorschau auf die neue Basis. Das Video jetzt auf dem Hauptkanal. Willkommen zurück in Enshrouded. Wir werden als erstes mal Farmboden sammeln. Ich hoffe, wir können den abbauen da unten und bekommen den dann. Wir befinden uns auf der Hochweidenwarte. Direkt von unserem Startpunkt aus nach Norden. Ich bin da jetzt mal runter. Dann können wir ein paar Pflanzen anbauen. Brauchen wir nicht so viele sammeln. So. Den Mais hier, den können wir noch ernten. Und mal gucken, ob das funktioniert. Ja, wir kriegen Farmboden. Das spart uns Knochenmehl und Erde. Dann brauchen wir keinen eigenen herstellen. Sammeln wir hier, bis der Rucksack voll ist. Alles gut, dass das funktioniert. So, wie viel kriegen wir mit einmal Ausdauer? 46, das ist doch voll super. Dann legen wir schöne große Felder an neben der Basis. Und können die ganzen wichtigen Pflanzen mit Äste kriegen, Holz bekommen, Kamille, Erdbeere, Lachs, alles was wir so bestimmt sehr viel brauchen, können wir dann einmal anpflanzen. Geht es auch gut weit nach unten. Also hier kann man richtig viel Erde sammeln. Frag mich, wie weit die stacken. Vielleicht 100? Und danach werden wir ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln gehen. Ein bisschen aufzuleveln, damit wir auch mehr so viele Probleme mit starken Gegnern haben und unsere Attribute sich hochsetzen. Dann können wir auch ein bisschen Erfahrungspunkte ausgeben. Am besten noch für Magie oder so. Oder mal gucken. Ich habe gedacht, wir müssen das ganze Feld abbauen. Aber da das hier so tief nach unten geht. Oh, wir können mehr als 100 sammeln. Pro Stack. Das ist sehr gut. Können wir auch gleich zu Hause die Spitzhacke wieder reparieren. Wesentlich einfacher als die herzustellen. Wie viel braucht denn eigentlich? Naja, kein Baubereich, kann man nicht gucken. Dann machen wir am besten, bis die Spitzhacke kaputt ist. Ich glaube,
64 oder so brauchen wir pro Block, den wir setzen. Also für ein großes Feld. Da muss man ja ganz schön Erde sammeln. Sehen wir dann. Ja gut. Dann können wir halt, wenn erstmal eine setzen. Einfach mal gucken. So, reparieren gehen. So, wie viel können wir... Hier brauchen wir. Okay. Ich erde sogar nur ein. Okay. Dann das hier aber erstmal. Mal da ein Loch. Wollte man natürlich jetzt nicht. Einfach nur das hier wegreißen, damit wir größere Felder anlegen können. Machen wir mal einen Gang pro Pflanze, die wir so haben. So. Alles wieder weg. Da liegt jetzt ein Stein. Der muss kurz weg. Können wir da nicht anpflanzen. So. Da wollen wir hin. Wieder ein Stein. Kann man dann auch noch umranden oder wenn man ein bisschen Erde, also hier erst wegnimmt, dann kann man das auch flach bauen wahrscheinlich. Okay, was war das jetzt? Wo wollen wir das setzen? Okay.
Ist irgendwie zu weit vorne. So sieht ja in Ordnung aus. Dann können wir da erstmal Sachen anpflanzen. Gucken, sind schon Bäume fertig? Wir haben schon 20 Laubbäume. Und 10 Büsche. Machen wir mal lieber so rum. Da kriegen wir dann Pflanzenfasern und Äste. Hier vorne nehmen wir mal wieder weg. So. Also können sehr viele hinstellen auf einen so eine Reihe. Machen wir Bäume. Die würden in der Erde zwar jetzt schneller wachsen, wenn wir die hier hinstellen, aber die brauchen bestimmt sehr viel Platz. Wir können die ja auch einfach daneben hinstellen. Ja, die brauchen sehr viel Freiraum. Das würde jetzt in Erde nicht lohnen. Man könnte da drunter dann, wenn man den Abstand weiß, Erde setzen. So, dann bekommen wir wenigstens auch Holz. Da noch einer hin. Hier noch. Dann haben wir einen kleinen Wald hier. Eigene Baumschule. Hier will keiner. Ich bin genügend freier, wo hier will. Ja. Einen haben wir noch. So, wenn das gewachsen ist, haben wir hier auch Holz. Wenn wir noch ein paar Sachen angepflanzt haben, wir müssten noch vorbereitet haben schon. Ja, wir haben Flachs, Erdbeeren, Kamille, ja. 5. Wir müssen daran denken, nicht alles davon zu verwenden, sondern immer wieder Neues in die Saatbeete tun, damit wir auch immer wieder neue Setzlinge haben. Machen wir die Hälfte. Wo steht der denn jetzt? Die Hälfte in Saatbeete und die Hälfte können wir für Material verwenden. Manchmal aus, als würde er sie in die Erde setzen. Wie viel rein kriegen wir hier hin? 4 Stück, okay. Also ein so ein Feld können wir auf 4 Reihen immer machen. Hier habe ich wohl die Erde schlecht platziert. Das kann ja mal passieren. So. Machen wir nur dieses Feld hier erstmal mit Flachs.
können die Felder ja immer noch erweitern dann. Kostet ja weniger Erde, wie gedacht. Beim Farmboden meine ich natürlich. So. Und gleich gehen wir mal Level 30er Brutmütter probieren umzuhauen. Natürlich auf Entfernung. So hätten wir keine Chance, wären wir instant tot. Tauschen wir jetzt hier Erdbeeren. Können wir daraus Essen machen und sowas. Aber dann auch mal gucken, was man daraus eigentlich machen kann. Dahin. Zum Glück gibt es das mit dieser Einrastfunktion, dann kann man die immer gut im selben Abstand hinstellen. Kommt jetzt noch Kamille, davon werden wir am besten alle wieder zu Setzlingen, neuen Setzlingen machen. Davon haben wir nur 5. So, einmal Ausruhbuff holen. Schlafen gehen wegen der Nacht. Wir waren zu weit vom Ofen weg für den Ausbruch. So. Repariert haben wir. Wir nehmen noch den zweiten Ring mit, der sich hier befindet. So, 20 Mana-Punkte weniger, wenn dann. Aber wir könnten schnell genug regenerieren vielleicht. Oh, der Turm ist auch wieder da. Hier ist auch eine Quest. Pech haben, liegt das aber in roten erstmal. Da habe ich irgendwas gefunden. Höhlenpassage. Also. Gucken wir, ob wir uns irgendwie erhöht hinstellen können. So. Da unten sind die wie weit können die wohl mit ihren Giftattacken werfen? Metallschrott, den brauchen wir sowieso. So, da ist eine. Aber ich habe eigentlich gedacht, es wären hier zwei. Zweite. Und wenn, müssen wir da hoch abhauen oder so. Ah, getroffen. Nein, der läuft ja wieder nach vorne. Findet er ja ganz witzig. Echt nicht vor. Da gibt es bestimmt irgendeinen Spielpunkt gegen. Ja, voll nervig. Wir beim Zaubern nach vorne gehen. Ja, wir brauchen den anderen Ring. Okay, das Gift trifft uns nicht. Aber gut, wir treffen sie jetzt auch nicht. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommt der denn her?
Ja, mit zwei Ringen ist deutlich besser. Wir haben immer Mana. War noch sehr wenig, weil wir noch so low-levelig sind. Aber vielleicht kriegen wir die ja umgekloppt. Wenn ihr Gift uns nicht erwischt. Aber das ist richtig gefährlich, dass beim Zaubern wir einen Schritt nach vorne gehen. Müssen wir dann mal gucken, ob wir irgendwas an Skillpunkten gegen haben. Ja. Stimmt. Boah, aber richtig gut. Wir machen mit Eis, kann man gut Schaden bei ihr machen. Und anderen Zauber haben wir jetzt auch noch nicht. Wir haben sie besiegt. 475 Erfahrungspunkte gibt das. Das lohnt. Oh nein, 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 nein. Böser Wolf, bleib da, wo du bist. Mach Doppelsprung. Was soll das denn jetzt? Was ist denn jetzt kaputt? Alter, wir haben noch Doppelsprung. Was denn jetzt? Nee, wie kommen wir hier wieder weg? Ja, Wolf, lass mich in Ruhe. Wieso geht denn unser Doppelsprung nicht? Boah. Das war jetzt aber... Ja gut, der Wolf haut ab. Oh Gott, da ist so ein Grüner. Mit zwei Schwertern. Den schafft mein Leben nicht. Oh, da ist noch ein Wolf. Dann kommen wir doch wieder nicht dran. Hör doch mal auf, da runter zu glitschen. Nein. Boah, nee, ist nicht wahr. Kurz gehen stellen. Was haben wir von der eigentlich bekommen? Der Wolf kommt ja hier nicht hoch. Ruhe. Für Mana. Und wir? Okay, unsere sind besser. Wir haben Ausdauerverzögerung. Also das wären die Schuhe für Mana. 7 Wolfsfleisch. Einmal getrocknetes Fell und direkt 8 Metallschrott. Also hier gibt es richtig gut Metallschrott. Aber ein bisschen ärgerlich, wenn der Wolf jetzt da bleibt, ne? Weil hier sind 3 Schalter. Und hier vorne drin sind keine Gegner. Könnten wir noch ein bisschen mit der Spitzhacke. Bin echt überhaupt nicht von hier. Mit der Spitzhacke kaputt machen. Ah, jetzt habe ich mich drauf. Ah, jetzt visiert er wieder an. Ist doch für einen Arsch. Ja, wenn ein Auto anvisiert, treffen wir nicht. Ganz geil. Mist. Kriegen wir die Schalter aktiviert, ohne dass der Wolf uns auf die Nerven geht? Und der dritte ist auf der anderen Seite. Wir haben ja auch nicht diesen Aufwind, ne? Oder? Haben wir den? Ah, oh, wir können uns den kaufen. Aufwind. Aber was verursacht Schadenerhaltung? Intelligenz. Ah, guck mal, das erhöht um 20 das Mana. Das, was wir durch den Ring verloren hätten. Feuerschaden wird erhöht. 20 mehr Mana. Eisschaden. Das wäre natürlich auch gut, aber
wie kriegen wir das hin, dass wir nicht nach hinten, also nach vorne, jetzt schon jedes Mal, wenn wir schießen. Ausweichrolle durch Kurzstreckenteleport, das wäre auch noch witzig. Schockschaden. Eis. Feuer. Wir sollten die hier alle nehmen für Eis, Feuer und Schock. Also hier erstmal das Mana erhöhen. Kostet einen Punkt, dann können wir immer noch Aufwind nehmen. Willenskraft. Willenskraft. Intelligenz wäre besser. Hier wäre Intelligenz. Aber dafür müssen wir den kaufen. Na gut, wir kaufen jetzt hier 20 mehr Mana. Und Aufwind. Dann müssten wir da hochkommen. So. Können wir das mit unserer Spitzhacke abbauen? Ich nehme mal die Axt. Können wir. Stofffetzen. Trocknetes Fell. Da unten ist die zweite. Treffen wir von hier oben. Das probieren wir auch gar nicht erst. Durchs Zaubern rutschen wir nach vorne. Das lassen wir mal lieber. Dann sammeln wir jetzt hier noch ein bisschen schön ein. Fellschrott. Anstein, gut, warum nicht? Metallschrott ist natürlich gut. Kann man gebrauchen. Gut. Die können wir nicht einsammeln. Holz brauchen wir jetzt auch nicht. Aber Metallschrott, wenn wir den so einfach bekommen. Oh ja, das ist kaputt. Rucksack voll. Ernsthaft? Guck mal, Erde kriegen wir überall. Sandstein brauchen wir auch gerade überhaupt nicht. Aber ich habe die Blumen mitgenommen. Kein Wunder. Wir haben Stroh gefunden. War cool, wenn wir Leder finden. Und zwar, weil wir dann unseren Rucksack bauen könnten. Ein Tierfell eingesammelt. Ich kann kurz. Steine. Werden wir einen Schrein bauen? Ja, nicht, oder? Lass mal. Mal Wasser eingesammelt. Hier liegt ja ein Kram rum. Federn. Haben wir die schon? Metallschrott ist nicht wahr. Ist hier nicht in einem irgendwie vielleicht Leder? Hier steht gar nichts. Hier steht auch nichts. Bücherregal, ja, die geben Papier und Holz und so ein Kram. Brauchen wir jetzt auch gar nicht. Metallschrott. Also der ist zwar schön, aber hier sind Stofffett. Ah, getrocknetes Fell. Wir bräuchten aber irgendwie Leder. Wir bräuchten einen größeren. Wie heißt das denn? Rucksack, also mehr Platz hier. Brauchen wir hier Leder oder sowas. So sicher bin ich jetzt nicht. Ist wieder voll. Da liegt Leder. Ja komm, scheiß auf. Stofffetzen kriegen wir von den Jasma-Typen. Einmal Leder gefunden, cool. Also noch ein paar Leder wären gut.
Ja, die brauchen wir jetzt gar nicht. Da liegt ein Dietrich einfach so rum. Bücher. Da ist noch eine Vase. Na, er ist beim Warten gestorben. Scheint, als hätten wir jetzt alle, wa? Kriegen wir die hier vielleicht noch? So, und da können wir stehen. So, dann schießen wir jetzt auf den dritten Schalter. Und jetzt ist unten die Tür auf. Wenn der Wolf da nicht mehr ist, der da vorne hoffentlich, und uns der grüne Kerl nicht sieht, könnten wir versuchen, hier reinzugehen. Oha, wir sind drinnen. Ja, waren wir gut. Bierfell. Metallschrot. Ja, Tierfell brauchen wir nicht und Fellfetzen auch nicht. Kommen wir ja von Tieren. Fellfetzen kriegen wir von Ratten. Was ist das? Papier? Hm, hätten wir irgend... Vielleicht kriegen wir davon ein neues Rezept. Was schmeißen wir weg? Hier, guck mal, Holz. Holz kriegen wir bei uns. So, was ist das? Hier, es gibt hier Papier im Spiel. Cool. Eine geheime Bücherregaltür. Okay. Ja, wir haben das Rezept gelernt. Dann könnte das eigentlich wieder weg, ne? Ah, jetzt tun wir den Stein weg. Kohlestaub. Okay. Dafür hatten wir aber kein Rezept. Das sind Nägel. Was ist denn das da? Wir brauchen unbedingt einen Rucksack. Ja, komm, zwei Knochen, egal jetzt. Glassplitter. Alter, hier gibt es ja Sachen. Es lohnt sich super, hier in den Tempeln die Vasen kaputt zu machen. Vor allem, gut, Metallschrott braucht man. Oh, wir haben ein Stack Metallschrott voll. Obersteinblock, 26, Baumaterial. Hm, scheiß drauf. Metallschrott ist gerade wichtiger als Baublöcke. Warte. Hier sind Gegner. Und die metzeln uns in eins nieder. Da hinten. Und hinter der Tür da ist auch einer. Gut, dann haben wir jetzt ein Leder bekommen immerhin. Dann bringen wir alles weg und gucken uns mal das Rezept für den Rucksack an. Ja Gott, wo müssen wir hin? Enden. Müsste die Schreiner, ne, warte, die Jägerin, ne, oder? Macht den Rucksack. Hallo zusammen, wer macht den Rucksack von euch? Fünf Leder, fünf Leinen. Ach, wir haben auch kein Leinen. Aber wenn die Vase oben, wo wir das Leder her haben, immer Leder gibt, ist das eigentlich ganz einfach. So. Mais habe ich auch hier drin. Also Mais können wir eigentlich... Safran auch. So Anbausachen. Kann man doch bestimmt anpflanzen. Mais, Safran, Flax brauchen wir ja jetzt gerade wieder nicht.
So, mal gucken hier. Und die Blumenerde hier rein. Ach, eigentlich, ne? Schadet ja nichts. Dann haben wir hier Fleisch. Federn. Weiter, wo tun wir die Federn hin? Die Mana-Schuhe könnten wir ja aufheben. Erstmal. Das ist der Ring, mit dem wir tauschen müssen. Innerer. Oh, guck mal, wir haben schon einen. Nummer zwei. Papier und getrocknetes Fell. Habe ich das nirgends drin? Ah, guck mal, hier haben wir erstmal Metallschrott. Ah, jetzt haben wir fast drei Stacks mit Metallschrott. Es fehlt sehr viel Miasma-Holz und Miasma-Flüssigkeit würde noch sehr viel fehlen. Papier und... Ja, super, wo tue ich das denn hin? So, hier hat man getrocknetes Fell. Ja, wir haben noch diese vier Sachen hier. Ach, und Glas. Und wo tun wir das hin? Was ist hier drin? Lehm. Und das da rein. So. Meinetwegen auch gesondert. Da wissen wir jetzt ja noch nicht so mit. Also gut, hier, das hat ja gesagt, Bücherregal. Also eine Geheimtür. Das Kohlestopp und Federn hat gar nichts gesagt. Glas auch nicht. Und Stroh, damit konnten wir irgendwas erstellen. Ausdauerpunkt. Können wir dahin tun. Das ist ein Questgegenstand. Gut, dann haben wir ja gut was geschafft. Hier sind... Oh. Wo müssen die eine da? Die könnten wir schon ernten. Das hier können wir auch sammeln. Ich warte einfach noch ein bisschen. Nicht, dass das noch größer wird und dann da der Ertrag ist. Die zum Beispiel, die Kamille, können wir noch gar nicht. Und... Ne, warte, das hier waren Erdbeeren. Das hier war Kamille. Also Erdbeeren und Kamille dauern länger. Und Flachs je nach Blume scheinbar. Die Bäume, die brauchen natürlich sehr lange jetzt, weil die auf normalem Boden stehen. Und das sind Bäume. Kann man mal sehen. Ich gehe nochmal die andere Mutti um... Klatschen, nachdem ich mir einen Ausdauerbonus geholt habe. Einen Ruhebonus. Ich will nicht kochen. Jetzt kaputt. Jetzt zu nah am Feuer. Hm. Denkt er, ich will kochen. Und hoffe, hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich probiere noch ein bisschen Erfahrungspunkte zu kriegen. Weil die geben ja richtig gute Erfahrungspunkte. Und guck, dass ich noch irgendwie Leder die drei Stück zusammenbekomme. Und dann müssen wir mal schauen. Leinen, warte, man kann die irgendwie herstellen oder nicht. Leinen. Verwendet Salz, um Felle für die weitere Verwendung zu konservieren. In der Nähe einer Jägerin platzieren. Ja, dann haben wir getrocknetes Fell. Ey, warte mal, bin ich doof? Garn. Nein, Garn. Leinen. Was machen wir? Leinen? Oh, guck mal, den können wir herstellen. Getrocknetes Fell und Leinen. Bis jetzt ist das Problem Leinen. Oder wie? Wo denn Leinen her? Hier getrocknetes Tierfell bringt ja gar nichts. Jäger, Assassinenkapuze, Blitz, oh warte, wir können das herstellen. Das ist das Beste für Ausdauer. Polsterung, gelber Stoff, jo, keine Ahnung, wo es den gibt.
Vielleicht kann man das irgendwie durch Zufall finden. Sonst müsste man es herstellen, aber wir haben ja hier noch nichts. Ja, wir haben die Handspindel. Können wir da das herstellen? Hier können wir Leinen herstellen. Cool. Wie viel Leinen brauchen wir für den Rucksack? Dann werfe ich das noch schnell an. Großer Rucksack. 5 Leinen. Okay, 5 Leinen. Das heißt, wir brauchen wie viel Flachs? 10. 10 Flachs hätten wir gerne. Setzling, Flachs. Oh, wir haben 10. Dann müssen wir die natürlich erstmal wieder neu zu Setzlingen machen, weil wir haben jetzt dann keinen mehr. So, also Leinen haben wir. Fehlen halt nur 3 Leder. Vielleicht kriege ich die noch, wenn ich die andere Mutti umboxe. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.